4 von ehemals 23 Lokomotiven der Baureihe E04 sind noch erhalten. Betriebsfähig ist davon keine mehr. E0401 war die letzte, die noch mit eigener Kraft fahren konnte. Ende der 90er Jahre rollt sie in Dresden mit einem Sonderzug über die Elbe. Museal mutet der Führerstand an. Alte Elektrotechnik aus dem Hause AEG beherrscht das Bild. Hey. 1932 rollten die ersten E04 auf deutschen Gleisen. Sie lösen seinerzeit die leistungsstärkeren E17 in Mitteldeutschland ab, die in den Süden abwandern. Zwanzig Maschinen überstehen den Krieg, 14 in der Ostzone und 6 im Westen. Die DB setzt sie im Münchner Raum und nach 1968 ab Osnabrück ein. Die EDV-Zeit erleben sie als Baureihe 104, 1982 fahren die letzten. Im Osten rollen E04 zwischen Leipzig, Halle und Magdeburg. Leipzig. Die neu elektrifizierte Strecke nach Halle wurde 4 Wochen vorfristig fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. 700 der am Bau beteiligten Eisenbahner füllten den Zug zur Jungfernfahrt. Bisher wurden 900 Gleiskilometer der Deutschen Reichsbahn elektrifiziert. Das bedeutet eine jährliche Einsparung von 150.000 Tonnen Kohle. Gute Fahrt auf den modernisierten Strecken ins Zentrum unserer Chemieindustrie. Das alte Bahnbetriebswerk Weimar, heute Heimat vieler E-Lok-Veteranen. Dabei ist auch eine E04, seit 1970 bei der DDR-Reichsbahn als Baureihe 204 bezeichnet. E04011 hat als Trafostation in Erfurt überleben können. Heruntergekommen und vieler Teile beraubt, haben sich die Weimarer Eisenbahnfreunde ihrer angenommen und dieses Schmuckstück daraus gemacht. Leider ist sie nicht betriebsfähig, aber vielleicht wird sie eines Tages wieder aufbügeln können. E0401 wird 1976 zur ersten elektrischen Nostalgielok des Verkehrsmuseums Dresden. Die Erhaltung war somit gesichert. Fortan ist die E-Lok gern gesehener Gast vor Sonderzügen und bei Veranstaltungen. Auch nach der Wende bleibt sie weiterhin betriebsfähig. Eine Sonderfahrt führt sie nach Berlin-Charlottenburg. Es ist die Auftaktveranstaltung für ein umfangreiches Nostalgieprogramm der DB im Jahre 1997. Danke für die Einladung. Gerne. Steigen Sie ein, wir sind spezielle Abteile, nehmen Sie Platz. Mit alter Beschriftung wartet die alte E-Lok auf Ausfahrt. Abfahren, ja. Am Schluss läuft 52 81 77 der Berliner Dampflokfreunde mit.
E0401 hat eine bewegte Geschichte. 1932 gebaut, 1946 als Reparation in die Sowjetunion gerollt, dann 1952 zurückgekehrt und 1956 wieder in Betrieb gegangen. Die betriebsfähige Karriere als Museumslok ist seit der Jahrtausendwende vorbei. Heute steht sie auf dem Nostalgiegleis im Leipziger Hauptbahnhof.